So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Let's Plays Pokémon Weiß. Und zwar gibt es einige Neuerungen. Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass mir leider der Part 2 abhanden gekommen ist, weil ich da einen Fehler gemacht habe und es nicht richtig abgespeichert habe. Aber wir werden auf jeden Fall das, was ich gemacht habe, nachstellen. Und die zweite Neuerung ist, dass ich mir einen neuen Emulator geholt habe, und zwar No Cache GBA. Den finde ich einfach besser. Vor allem gibt es keine Lags mehr und es läuft alles flüssiger. Die Grafik ist besser, hoffe ich zumindest. Und ja. Und die zweite Sache ist, dass ich mir eine andere Version von Pokémon Weiß geholt habe. Und zwar eine, die zu 100% deutsch ist. Weil ich das doch sehr nervig finde, wenn man immer diese schlechten Übersetzungen hat. Naja, ich versuche jetzt mal kurz zu erzählen, was ich im Part 2 gemacht habe. Wir hatten ja damit aufgehört, dass wir uns gegen unsere beiden Rivalen gekämpft haben. Anschließend bin ich runtergegangen. Hier habe ich mit meinen beiden Rivalen und meiner Mutter geredet. Woraufhin uns dann mal unsere Mutter den Videocaster geschenkt hat. Ein Gerät, mit dem man mit seinen Rivalen telefonieren kann. Ja, und anschließend sollte ich dann noch Belle abholen, die bei sich zu Hause war, und zwar hier im Haus, wo sie ein kurzes Streitgespräch mit ihrem Vater hatte, weil er sie nicht gehen lassen wollte. So, nachdem ich sie geholt hatte, bin ich dann hier zum Pokémon-Labor, wo wir uns getroffen haben, reingegangen sind und dann mit dem Professor, der hier stand, gesprochen haben, der uns seine Pokédex gegeben hat und erzählt hat, ja, wir müssen alle Pokémon finden und die ganzen Daten einsammeln, wie es halt in jedem Pokémon-Teil ist. Anschließend sind wir noch hier hoch und unser Professor hat uns hier im Gras gezeigt, wie man ein Pokémon fängt. Das war Part 2, der fehlt jetzt leider, aber ich denke, es ist nicht ganz so schlimm. So, also, wir werden jetzt einfach mal in die nächste Stadt gehen. Und da kommt auch schon der erste Pokémon-Kampf. Und wir setzen unser Otaro ein. Und zwar Tekken. Das macht natürlich so viel Damage. Und wir setzen einfach nochmal Tekken ein. Wir könnten es jetzt auch fangen, aber ich möchte es besiegen. Ich finde persönlich auch Nagelotz nicht so ein besonders gutes Pokémon. Darum werde ich es auch später nicht fangen. Und unser Otaro erlernt gerade Aquaknarre. So, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind unter einigen der Gegenstände so komische Kästen eingezeichnet. Das liegt noch an den Grafikeinstellungen von dem Game. Ich weiß noch nicht, wie ich die wegbekomme, aber vielleicht könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Also, dann gehe ich erstmal weiter. Ich gehe noch ein bisschen durch den Gras, weil es kann nicht schaden, wenn wir unser Pokémon ein wenig trainieren. Und wir setzen wieder Tekken ein. Ah, wir hätten natürlich auch Aquaknarre einsetzen können. Was wir jetzt auch gleich machen werden. Und Aquaknarre. Ja, es macht doch ein wenig mehr Schaden. Nicht sonderlich, aber ja, es geht. So, da haben wir Nagelotz besiegt und weiter geht's. Rennen können wir leider noch nicht. Da sind auch schon unsere Rivalen. Also Max, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Wow, wir haben jetzt noch kein Pokémon gefangen, aber ich sag einfach mal ja.
Wie bitte? Erst ein einziges Otaro. Wenn du nicht noch mehr Pokémon fängst, fühlt sich Otaro vielleicht einsam. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen Pokémon und der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Givana. Den Professor Esche wartet bestimmt schon. Der Visu-Case da klingelt. Das ist dieses Gerät, das wir selber nie benutzen werden. Wir werden halt immer angerufen. Tag auch, wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor, ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Givana. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, das machen wir. Auf zum Pokémon Center. Und jetzt müssen wir zum Pokémon Center. Und da sind wir auch schon in der ersten Stadt, Givana. Ja, hier sieht man nochmal am Pokémon Center, was ich meinte mit diesen komischen Kästen, was da um das Gebäude drumherum ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wie ich das wegmachen kann. Mit Pokémon unterwegs zu sein, ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir die wichtigste Einrichtung des Pokémon Centers. Ja, wir kriegen jetzt das Pokémon Center gezeigt. Das spule ich ein bisschen vor, weil es ja relativ langweilig ist. Ja, wir kriegen jetzt eigentlich nur gesagt... Oh, ich hab fest. Wir kriegen jetzt eigentlich nur gesagt, wie man unsere Pokémon heilen lassen. Wie ihr sicher gesehen habt, habe ich das Ganze jetzt gerade ein bisschen vorgespult, weil es uns einfach zu lange dauert. So, jetzt zeigt sie uns noch den Rest, aber die PC... Supermarkt, der ja diesmal zusammen mit dem Pokémon Center in einem Gebäude ist. So, das war's auch schon. Und wir können wieder rausgehen. Es geht ja nur noch auf dem Marktplatz vor sich. Keine Ahnung, lass uns mal gucken. Oh mein Gott, was kann das nur sein? Max, komm schnell her. Hört mich an, mein Name lautet Gezis. G und Cis, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma und bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren, sie bauen Lügengebilde. In der Wirklichkeit nicht nur in ihre finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissenheiten denn niemals hinterfragt, nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Und so weiter. Ja, wir wollen die Pokémon befreien. Also sowas, oh, ich weiß nicht, und so weiter. Wir sollen alle unsere Pokémon abgeben, was wir natürlich nicht tun werden. Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die Pflicht, die Pokémon von ihrer Schmachfreundschaft zu befreien. Und da packt Team Plasma auch schon zusammen. Ja, das war unsere erste Begegnung mit Team Plasma. Ja. Befreien der Pokémon, was für ein Unsinn. Ja. Das denke ich auch. So, und da treffen wir auch schon... Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. Sharon, meine Güte, sprichst du schnell? Dann wird mir ja ganz schwindelig. Aber was war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Doch, sie sprechen zu mir. Ich kann in ihr Herz sehen und so weiter. Und du warst noch gleich... Ach ja, Max, stimmt's. Lass mal... Oh... Ja, jetzt müssen wir gegen Pokémon Trainer N kämpfen. Gegen Fedi in Level 7. Das wir eigentlich besiegen müssen. Ich glaube, das einfach Aktenknarrer ein und gegen den Zäuler ein. Ich hasse Heuler. Ein Angriffsdrop, also. Das ist scheiße.
Kratzeralm, was bei uns so wie gar keine Schaden anrichtet. Und wir haben viel besiegt und erhalten ein Level up. Und fast noch eins. Wir werden uns bestimmt einmal wiedersehen. Was war das denn für ein seltsamer Kerl? Aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, damit hat er wohl recht. So, und das war's auch schon wieder zum Teil 2. Wir sehen uns dann in Part 3, wo wir weitermachen werden. Bitte kommentiert und bis zum nächsten Mal. Ciao.